So, herzlich willkommen zu unserer ersten Weinlese, eine Tour um Literatur und Musik und dem Wein. Und die erste Gastgeberin ist Frau Elvira Zahn-General vom Weinhotel Freilichtzahn. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, dass wir heute hier sind. Und wo sind wir denn in diesem schönen Keller? Ja, Sie sind bei uns im Weinhotel Freilichtzahn, wie Sie schon sagen, direkt in Freiburg angekommen. Und wir befinden uns jetzt hier gerade in unserem Weinkeller. Das ist nicht nur ein Keller, sondern das ist auch unser Restaurant und nennt sich am 51. Breitengrad. Und der 51. Breitengrad hat was in sich? Ja, unser wunderschönes Weinanbaugebiet Saale und Unstrut befindet sich am 51. Breitengrad. Und von dessen war die Idee, Mensch, hier unten das Restaurant auch nach dieser Region zu benennen. Und der 51. Breitengrad ist nach meinem Erkenntnis der nördlichstes Weinanbaugebiet in Deutschland. Ist richtig, das ist richtig. Und ja, die Besonderheit ist natürlich auch, dass sich das Anbaugebiet über drei Bundesländer erstreckt, über Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Schön. Und wir kredenzen jetzt einen Original-Zahnwein. Und was hat das mit in sich, Weinhotel und Weinrebe Zahn? Ja, das Thüringer Weingut Zahn ist sozusagen der Familienursprung und meine Eltern haben dieses Weingut 1998 gegründet. Seit 2016 haben sozusagen die Geschicke mein Bruder übernommen. Er ist jetzt Inhaber und Kellermeister von Weingut Zahn und wir sind halt im Thüringer Bereich zu Hause. Unser Traum war es schon immer, auch ein kleines Weinhotel zu etablieren und wir haben uns gesagt, wir müssen doch nicht in dem kleinen Weindorf Katschen bleiben, sondern schauen über die Grenzen hinaus, beziehungsweise kennen wir hier auch keine Grenzen zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt, weil wir ein sehr schönes Weinanbaugebiet sind und sind dann hier in unserer Weinhauptstadt von Saale-Unstrut auch fündig geworden und sind seit 2019 haben wir hier unser Weinhotel mit 26 Doppelzimmern eröffnet. Genau, das meine ich auch. Genau, ja. Da kann man nur sagen, klare Entscheidung. Ja, der Chirurg, der hat es fein. Er macht dich auf und schaut hinein. Er macht dich nachher wieder zu. Auf jeden Fall hast du jetzt Ruhe. Wenn mit Erfolg für längere Zeit, wenn ohne, für die Ewigkeit. Kommentar? Ich könnte so ein kleines Stück spielen. Ja. Kann auch lang sein. Ist das lang sein? Ich höre es gern. Okay. Corona nah und fern. When you kiss me, when you hold me tight, boom, 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 boom,
Ein Mensch denkt nachts in seinem Bette, was er gern täte, wäre, hätte. Indes schon Schlaf ihn leicht durchrinnt, er einen goldenen Faden spinnt und spinnt sich ganz zurück in Märchentraum und Kinderglück. Er möchte eine Insel haben, darauf ein Schloss mit Wall und Graben, das so geheimnisreich befestigt, dass niemand ihn darin belästigt. Dann möchte er ein Schiff besitzen mit selbsterfundenen Geschützen, das ganze Länder nur vom Zielen in gläserne Erstarrung fliehen. Dann wünscht er sich ein Zauberwort, damit den Nibelungenhort, Tarnkappe, Ring und Schwert zu heben. Dann möchte er 1000 Jahre leben. Dann möchte er, doch er findet plötzlich dies Traumgeplansch nicht mehr ergötzlich. Er schilt sich selbst Hans Wurst, Saudummer, und sinkt nun augenblicks in Schlummer. Komm mit. Ich könnte jetzt sagen,
play it again, Sam. Du bist eine Frau, aber ich könnte aber auch sagen, ich sehe dir in die Augen, Kleines. Nietzsche meint dazu, auf nach neuen Meeren. Ich lese mal ein paar Aphorismen von ihm vor. Nietzsche ist ja hier in dieser Gegend sehr bekannt, stammt ja wohl auch hier aus der Gegend. Er meint ganz richtig, man bricht sich das Bein selten, solange man im Leben mühsam aufwärts steigt. Aber wenn man anfängt, es sich leicht zu machen und die bequemen Wege zu gehen. Also, passt auf beim Wandern. Aber er weiß natürlich auch noch sehr viel mehr. Er sagt zum Beispiel, wenn der Mensch eben sehr geehrt worden ist und ein wenig gut gegessen hat, so ist er am mildtätigsten. Oh, da gibt's von Eugen Roth, Moment, da gibt's von Eugen Roth, mal gucken, ob das will. Genau. Fremde Welt. Der Mensch als Tiefseefisch gebaut, ist mit der Finsternis vertraut. Doch Sehnsucht treibt ihn dorthin bald, wo es nicht so dunkel und so kalt, so dass er kühn nach oben schwimmt, in Kreise nicht für ihn bestimmt. Dort tummeln Fische sich umher, die weitaus schöner sind als er und die mit einer wunderleichten Bewegtheit spielen, hier im Seichten. Der Mensch, vielmehr der Tiefseemensch, fühlt sich hingegen gar nicht frisch und ist, indem er glotzend staunt, in dieser Welt nicht wohlgelaunt und kehrt, selbst fühlend, dass er stört, dorthin zurück, wo er hingehört. Womit sogar von Paradiesen die Relative ist bewiesen. Tschüssi. Tschüss, vielen Dank. Schönen Tag noch. Au revoir. Au revoir. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten. Bitte. Bitte schön. Danke, gute Fahrt. Danke, ebenso. Oh. Thank you.